nach langer Zeit wieder bei einer Talkshow. Herzlich willkommen. Danke. Sind Sie gekommen, um der ganzen Welt zu zeigen, bei mir fängt jetzt ein neues Kapitel an in meinem Leben? Nee, ich bin gekommen, weil Sie mich nett eingeladen haben. Das sowieso, ja. Aber Sie hätten ja auch Nein sagen können. Weil ich lange in Bremen war. Nein, natürlich hätte ich auch Nein sagen können. Mhm. Ich überlege mir sehr gut, wo ich hingehe, mit wem ich ein Gespräch führen möchte, wo es Sinn macht, sich hinzusetzen, weil ich denke, dass es nicht immer überall Sinn macht, so präsent zu sein. Und weil es mich manchmal auch tatsächlich nervt, immer wieder die gleichen Fragen gestellt zu bekommen. Nur, dass ich schon Bescheid weiß, welche Fragen nerven. Eigentlich Frage 3, die nach dem Alkohol. Also wollen wir die Frage 2 direkt überspringen und bei 3 anfangen? Die Alkoholfrage, was noch? Das Thema ist dann meistens sehr ausufernd. Okay, okay. Also dann überlege ich, wie ich das umschiffe und dann ganz raffiniert wieder dazu reinkomme oder so. Aber nein, die Frage war durchaus ernst gemeint. Haben Sie das Gefühl, für Sie fängt jetzt was Neues an? Ja, also ich möchte darauf auch ernsthaft antworten. Das ist in der Tat so. Ich habe sehr viel geändert in meinem Leben. Ich bin mit der ganzen Familie nach Spanien gezogen, habe mich Stück für Stück wieder neu sortiert, habe wieder sehr viel Freude an meinem Beruf. Als Schauspielerin? Genau. Und jetzt hat gerade wieder ein Kinofilm Start gehabt, der Film Abschlussfahrt. Im Juli kommt ein zweiter Film. Bei beiden Filmen spiele ich nur kleine Rollen, aber im Moment stehe ich auch seit über 4 Wochen vor der Kamera bei den Taunus-Krimi. Nele Neuhaus, die auch hier war. Ja, guter Gast, sehr, genau, sehr guter Gast. Die durfte ich auch kennenlernen. Da spielen Sie eine Hauptrolle, ne, in dem, ja, Film. Genau. Das ist, glaube ich, eine ZDF-Produktion. Das ist eine ZDF-Produktion. Und Abschlussfahrt, haben wir sogar was abgeklammert? Wir mussten nicht so wahnsinnig viel abklammern. Nein, das ist nur eine ganz kleine Rolle, Gastrolle. Ist gut. Aber Sie waren ein bisschen kurios, weil Sie spielen eine Kioskbesitzerin. Ja. Und als Sie da liegen, also folgerichtig auch viele Zeitschriften, was mir immer sehr, sehr angenehm ist. Sagen wir mal, das Kuriose war, als Sie das spielten, hatten Sie das Gefühl, 80% der Zeitschriften hatten zum Titel Sie. Ja, wir hatten tatsächlich ein Problem, weil wir hatten da eine Reihe von Titeln. Auf dem einen Titel war ich suizidgefährdet, auf dem anderen war ich in der Entzugsklinik. Musst du aufpassen, wenn du hier in der Sendung bist. Dann war ich in der Entzugsklinik. Schwanger? Aber in dem Fall. Schwanger? Und auch magersüchtig. Schwanger und magersüchtig. Also, alles auf einmal. Mhm. Ja, und das war dann wirklich ein Problem, weil derjenige von der Ausstattung hat so, oh, was machen wir denn? Jetzt müssen wir umsortieren. Was fanden Sie denn bedrohlicher? Suizidgefährdet, schwanger oder magersüchtig? das ist natürlich, also außer schwanger, alles Sachen, über die man nicht Späße macht und die man sich nicht einfach so aus den Fingern saugen kann und was eine Unverschämtheit ist, so etwas einfach zu schreiben und dass die das dürfen. Ich glaube, bei 69 oder 70 Prozessen. Gleichzeitig? Ja. Sie führen 70 Prozesse? Ja, also nicht ich, sondern mein Anwalt das heißt, Sie unterhalten eine ganze Kanzlei im Moment. Ja, die Kanzlei Moser. Kanzlei Moser, also, danke für den Hinweis. Ja. Wer immer, Sarah, falls du Probleme haben solltest. Ich regel das anders. Du regelst das anders? Nein, also ich habe irgendwann angefangen, mich zu wehren, weil es zu viel war. Das finde ich wirklich wahnsinnig, das interessiert mich sogar noch mehr als der Alkohol. Aber wir schauen uns mal diesen Ausschnitt an, ja, aus Abschlussfahrt. Ist kurz. Ja. Also das war's aber noch nicht. Komm mal, aber weil wir ja vorhin die Kollegin hatten, die jetzt schon weg ist, mussten Sie den Text dann auch Minuten vorher noch ändern oder stand der schon länger fest? Der stand schon länger fest. Okay, da waren Sie nicht. Ja, das war auch wirklich eine Anfrage von Konstantin Film, wo ich das Drehbuch gelesen habe. Der Film ist wirklich süß, der ist sehr lustig, wirklich klassisches Popcorn-Kino. Mhm. Wir hatten viel Spaß beim Drehen und da sagt man nicht nein. Wenn Sie sagen, Sie führen im Moment 69 oder 70 Prozesse, lass es 2 oder mehr oder 2 weniger sein, dann würde man jetzt auf den ersten Blick sagen, da will jemand raus aus dieser Medienverwurstungsmaschine.
Ja, das stimmt auch. Also deswegen habe ich auch eingangs schon gesagt, ich suche mir natürlich das sehr genau aus, mit wem ich ein Gespräch führe, in welche Sendung ich gehe oder mit welcher Zeitschrift ich spreche. Es ist grundsätzlich so auch... ich hatte einen Peilsender unter meinem Wagen. Ich meine, das ist wirklich absurd. Können Sie das erklären, wie das funktioniert? Was ist ein Peilsender? Ja, ich habe ihn ja nicht runtergetan, aber ein Fotograf hat sich dann auch bei uns gemeldet. Der hat einen anderen Fotografen dabei fotografiert, wie er das Ding runtergepappt hat unter meinen Wagen. Ja, man konnte mich halt immer orten. Ich hatte mich, das war halt noch zu der Zeit, als ich in Deutschland lebte. Es wollte halt wirklich irgendwie jeder der Erste sein, nach dem Motto so, irgendwann fängt ihr doch wieder an zu trinken und irgendwie kauft doch bestimmt mal Alkohol und wir möchten jetzt irgendwie dieses Foto haben. Das sind sie immer noch alle ganz drauf scharf. Und die wollten nichts verpassen und der Peilsender hat einen Hinweis gegeben. Genau. Ich habe mich schon gewundert, ich habe Verfolgungswahn, wieso wissen die immer alle, wo ich bin? Nein, das ist ja halt wirklich so und nach einer Polizeikontrolle, die auch fingiert war, war dann irgendwann stand die Frage wirklich im Raum, woher wissen die ständig, wo wir sind? Und dann wurde der Wagen aufgebockt und dann das Teil gefunden und wir haben auch Anzeige erstattet und wie gesagt, daraufhin meldet sich... Der wurde auch gefunden, der Peilsender. Ja, ja, natürlich. Hm. Und ja, wir haben auch Anzeige erstattet und daraufhin meldete sich tatsächlich ein Paparazzi, der einen anderen dabei fotografiert hat. Und das war wirklich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will wirklich meine Ruhe haben. Ich muss hier erstmal weg. Ich muss erstmal Abstand gewinnen zu diesen ganzen Klatsch- und Tratsch-Geschichten. Und weil das solche Wellen schlug und so unverschämt eben suizidgefährdet. Oder ich stand wirklich vor der Kamera, jetzt gerade, als wieder getitelt worden ist, Rückfall und so weiter. Wo ich das, und wir uns alle am Set angeschaut haben, so... sind die nicht ganz dicht. Ja, ich muss sowieso immer zum Versicherungsarzt. Also wenn man eine Hauptrolle spielt, ist das ganz normal. Man wird also immer auf den durchgecheckt. Und auch selbst wenn, es ist dann ja noch so viel schlimmer, dass dann auch immer wirklich dieser Verdacht im Raum steht. Weil ich kann nicht mehr tun, als meine Arbeit zu machen, mich um meine Familie zu kümmern und mein Leben zu leben. Aber Jenny, ich glaube, erstmal so, wenn man das hört, denkt man auch, recht hat die Frau. Aber so ein bisschen... habe ich auch schon das eine oder andere Blatt so beobachtet aus der Ferne. Tatsächlich? Ja, und denke irgendwie, ist es nicht mit den Medien so wie mit dem Alkohol? Wenn man davon richtig loskommen will, dann darf man einfach überhaupt nichts mehr machen. Ich habe mich so wahnsinnig gewundert. Aber ich kann nichts anderes, das ist mein Beruf, ich habe das gelernt. Das heißt, Sie brauchen die Medien dann doch? Nein, die Medien, also natürlich gehört immer ein bisschen in Anführungsstrichen dazu. Ich glaube, Sarah, du kennst es auch sehr gut. Du hast dich auch mal in der Vergangenheit sehr geöffnet mit deiner Sendung damals. Und es gibt natürlich die Doku-Show auch, genau, es gibt natürlich auch immer Zeiten im Leben, da macht man solche Sachen. Und 10 Jahre später sagt man, oh Gott, würde ich so vielleicht nie wieder machen. Oder man lernt auch dazu und damit umzugehen. Ist das so, Sarah? Lernt man das? Oder? Versucht es zumindest. Also es sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, ob man zurückguckt und sagt, ich bereue das, das tue ich nicht. Also ich bereue nicht die Entscheidung, die ich in der Vergangenheit getroffen habe. Das lehne ich so grundsätzlich ab, dazu sagen, das ist alles ganz falsch gewesen. Das kann ich nur für mich sagen. Mhm. Sondern es hat mich auch zu der Person werden lassen, die ich jetzt bin. Und ich habe gelernt aus vielen Dingen. Sicherlich würde ich heute Dinge anders entscheiden, wenn ich es heute bin. Wenn ich noch mal 24 wäre oder 23 damals, würde ich mich vielleicht in meinem naiven Kopf wieder so entscheiden. Ich hatte damals das Gefühl, es war richtig. Aber ich kenne durchaus, vielleicht nicht in der Form, aber ich kenne das natürlich, du sagst eine Sache in einer ernsthaften Show wie dieser hier, wo das eine interessante, kluge Talkrunde ist. Und im nächsten Moment, 2 Wochen später, kommt das Feedback, kommt ein Satz, den du sagst, plötzlich völlig anders. Wir haben das ja hier erlebt in der Runde. Also ich habe das ja mit euch erlebt auch. Mit dem Lenkrad, ja. Genau, da war schon bei mir auch. Ich bin selbst. Ja, ja, Suizidgedanken. Und das ist dann so, das kenne ich immer mittlerweile auch, aber ich muss schon sagen, man kann das durchaus meiden. Und ich mache seit 5 Jahren gar keine Interviews mehr mit irgendwelchen, nennen Sie mal Klatschmedien. Man kann das natürlich nicht verhindern komplett. Ich habe auch eine große Familie, da gibt es ich glaube, es geht dann eher doch auch um das Privatleben, das du raushältst. Absolut, du kannst dich da schon komplett rausziehen. Wir haben das von Anfang an so gemacht, dass wir gesagt haben, Privatleben findet gar nicht statt. Ja. Und das meinst du, glaube ich, ein bisschen, Giovanni, dass du sagst, irgendwie die Geister... das gibt es bei mir aber auch nicht. Es gibt keine Homestories. Ja, aber Jenny, entschuldige, wenn ich da... Ich kenne das ja nur, wir sehen uns heute das zweite Mal in unserem Leben, das erste Mal in einer Sendung hier vor Jahren, das ist das zweite Mal. Ein bisschen verfolge ich dann, was aus unseren Gästen so geworden ist. Was ich nicht verstehe, ist, wenn man unter den Medien leidet. Und dann war man in einer Entzugsklinik. Und dann kommt man raus und das Erste, was man sieht, ist eine Fotostory, wie man im Park spazieren geht.
Und der erste große Medienauftritt ist die Teilnahme an Promi Big Brother. Ja, das war aber das. Also, das sind für mich zwei ganz unterschiedliche Sachen. Denn, also erstmal hatte ich natürlich auch ein eigenes Bedürfnis, zu zeigen, okay, ich bin gesund. Also, weil es ist schon mit großer Scham behaftet, sich eine Sucht einzugestehen und ganz Deutschland guckt zu. Das war nun ja nicht unvermeidbar, einfach weil es ja in der Sendung passiert ist. Ja, ich saß nun mal betrunken in der Sendung. Und da war dann sehr viel los und ich hatte das tatsächlich da, das Bedürfnis erstmal zu sagen, okay, ich bin gesund und dann wollte ich mir eigentlich Zeit lassen und mich erstmal sammeln und schauen, wohin ich möchte. Auch die Option eventuell gar nicht mehr aufzutauchen in der Öffentlichkeit. Das war in jedem Fall da. Womit ich nicht gerechnet habe, war natürlich zu der Zeit einfach, dass mein Mann mein damaliger Ehemann, ich bin ja mittlerweile geschieden. Ja, Elbertshagen. Ja, ein Medienmanager, eine ganz andere Linie gefahren ist und ich in meiner auch Unsicherheit mich da wirklich auch lenken lassen. Jetzt würde ich das so in dieser Art und Form nicht mehr machen. Das können wir auch hier jetzt gar nicht überprüfen, aber die Frage ist, ich möchte da auch gar nicht anklagend sein, weil ich habe es ja auch mitgemacht. Ja? Ich habe ja durchaus auch ein Hirn. Unbestritten, nur, Sie sagen, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Wenn Sie sagen, Sie haben sogar überlegt, sich ganz zurückzuziehen, warum geht man dann zu Promi Big Brother? Das habe ich ganz bewusst gewählt, weil ich sowieso jeden Tag Fotografen vor der Tür stehen hatte. Und es kam die Nachfrage bei mir und ich habe erstmal kategorisch abgelehnt, dann ein bisschen nachgedacht, dann wieder abgelehnt und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, also erstmal musst du sowieso hier für jeden Mist in dein Gesicht irgendwie hinhalten und alles Mögliche wird sowieso über dich geschrieben und du wirst sowieso bei jedem Einkauf im Supermarkt beobachtet. Ja, dann auch richtig, lässt du dich ja wenigstens dafür bezahlen. Wirklich? Ja. Auch wenn man und wissen Sie was? Ja. Es hat mir Spaß gemacht. Das hat er, weil es ja bewusst gewählt war und nicht eben mit versteckten Kameras, die einen verfolgen und die einen eher in die Seele schauen als eine Kamera, dessen man sich ja bewusst ist. Also man weiß ja, man wird gefilmt. Das ist genauso, wenn man auf den roten Teppich geht, klar wird man fotografiert. Wenn ich aber mein Kind morgens zur Schule bringe, möchte ich nicht, dass da irgend so ein Idiot in der Hecke sitzt und mich abschießt. Können Sie das verstehen? Also das, Jenny sagt, lieber Promi Big Brother als Paparazzi? Also mir steht es überhaupt nicht zu, das zu beurteilen. Ja. Muss jeder für sich selbst wissen. Ich würde es niemals machen. Ich finde das einen großen Fehler. Man weiß doch, wie die Medien funktionieren. Man weiß, also es gibt so einen schönen Spruch, wer mit uns nach oben fährt, mit dem Fahrstuhl fährt mit uns den auch nach unten. Den kenne ich aus dem Hause Springer. Ja, und das ist ja wirklich wahr. Und das ist wirklich, und das muss man wissen. Und da sind wir alle miteinander lange genug dabei, um das irgendwie zu checken. Und da macht man so, also für mich ist das ein Fehler. Aber du musst das machen, wie du das willst. Und also ich möchte nicht da überhaupt nicht, jetzt möchte also da gar kein Urteil fällen. Ich habe es nicht bereut. Und das war ja nun dann wirklich eben, wenn einem immer dann wieder nachgesagt wird, ja, die trinkt doch wieder. Das kann doch nicht sein, dass die aufgehört hat. So, jetzt stelle ich mich da 24. Aber da gibt es doch andere Möglichkeiten. Warst du mit dem Attest die ganze Zeit rumzulaufen? Das war meine Möglichkeit. Ich habe es auch nicht bereut. Und was hören Sie? Ja, klar. Außer, dass Sie jetzt zu 3 nach 9 gekommen sind, was würden Sie sagen, was ist bei Medien, was werden Sie künftig machen und was werden Sie strikt vermeiden? Also ich möchte natürlich auch in Zukunft mein Privatleben privat halten können und das auch schützen. Und ansonsten Privatleben heißt Ihr Mann und Ihr Kind? Ja, genau. Die draußen, ich meine, bislang ist das nicht so sonderlich gut gelungen, weil man hat das Gefühl, jede Woche sind sie irgendwie damit. Ja, aber mein Partner kämpft da auch jetzt gerade wieder dafür, dass er seinen Privatschutz, also den Schutz der Privatsphäre wieder zurückerlangt. Und das ist ihm auch ganz wichtig und das ist auch gut so. Und ansonsten möchte ich einfach meine Arbeit machen. Und das läuft im Moment sehr gut. Und ich stehe fleißig vor den Kameras, die ich mir ausgesucht habe. Und die Regisseure, die mit Ihnen gearbeitet haben, sind auch voll des Lobes. Das muss man an dieser Stelle auch mal erwähnen. Ja. Wir haben ja vorhin geredet, als Sie Ihre unglaublich faszinierende Geschichte erzählt haben über das Laufen. Da habe ich hoffe, ich tue Ihnen da keinen Tort an, habe ich manchmal das Gefühl gehabt, so könnte auch
ein Süchtiger reden. Das, ja, das, das klingt das auch ein bisschen so. Und so, und jetzt, ohne, jetzt umschiffen wir wieder den Alkohol. Ja, aber, nein, aber es ist Suchtverlagerung manchmal ja auch. Ja, also jetzt wollte ich Sie fragen, können Sie sich vorstellen, dass sozusagen dieses beachtet zu werden, also was man über die Medien erfährt, ja, dass das auch Suchtcharakter haben kann? Vielleicht. Können Sie sich vorstellen, ein Leben, wo Sie tatsächlich keiner mehr in den Medien beachten würde? Also mir ist es sehr viel wichtiger, dass meine Familie und meine Freunde mich mögen und nicht unbedingt irgendwie irgendwelche Klatschzeitschriften. Das ist doch ein Spruch, dann halte ich doch dran. Also ja, ich gebe dir noch keine Interviews. Naja, keine Interviews. Ich habe jetzt in der Vorbereitung gelesen, ich habe jetzt hier gerade jetzt, glaube ich, wenn ich es nicht durcheinander bringe, weil es so viele Blätter waren, jetzt gerade taufrisch gelesen in der Gala. Das ist natürlich zum Dann habe ich sie bei Exklusiv gesehen, das ist so ein Boulevardmagazin bei RTL. Haben Sie das Gefühl, dass Sie das wirklich kontrollieren können, dass naja, das es geht und das andere geht nicht? Der eine muss halt seine CD promoten, der andere einen Film. Und jetzt hatte ich natürlich einfach einen Pressetermin tatsächlich nach dem anderen, wo ich aber auch streichen konnte, die Blätter, mit denen ich nicht sprechen möchte, wo es eigentlich um den Film gehen sollte, ja. Haben Sie manchmal Angst, dass die Medien, mit denen Sie so lange kooperiert haben und mit denen, zu denen Sie so lange auch ein gutes Verhältnis hatten, dass die sich rächen könnten, wenn Sie gegen die protestieren können? Was ist gutes Verhältnis? Also wenn er so genug auch Leute bestellt. So Sachen, naja, das ist ja wirklich ein Gerücht. Also ich habe nicht irgendwelche Leute bestellt. Also die Frage war eher, ob das auch Angst macht gegen... ja, natürlich. Also natürlich. Es macht natürlich auch Angst, wenn man abends ins Bett geht und weiß, man ist nächsten Tag mit einer schrecklichen Schlagzeile präsent. Also wenn man das nicht verhindern kann, das ist schon ein Gefühl auch der Ohnmacht. Also ich habe auch oft genug schon geweint deshalb, ja. Also was ich glaube... Ich spüre das hier auch. Was wir Ihnen alle wünschen, ist eine tolle weitere Karriere als Schauspielerin. Danke. Und die absolute Abstinenz, was Medien anbelangt. Auch wenn Sie zu 3 nach 9 gekommen sind, worüber ich mich freue. Ja, das war. Ja. Das war's schon. Die uns morgen beim ESC-Finale vertreten wird. Und wir sagen, müssen leider Tschüss sagen. Ciao. Und wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, am 19. Juni. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen hier und unseren Zuschauern. Bis bald. Ciao und auf Wiedersehen.